Auch ein herzliches Grüß Gott aus München, uns hier mal ein bisschen den sonnigen Marienplatz als Hintergrund gewählt. Unser heutiges Thema ist Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise. Bisschen zugespitzt um die Fragestellung schnelle Konsumspritze, langfristige Transformation der Wirtschaft, Stichwort Klimawandel und so weiter. Ich muss das nicht näher ausführen. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute mal in 60 Minuten, also sehr sportlicher Zeitrahmen, beschäftigen wollen. Das gesamte Format der Videokonferenz ist auch für uns neu. Verzeihen Sie uns also bitte, wenn das jetzt nicht alles so geschliffen läuft, wenn das Ingo Zamparoni machen würde. Aber Sie sehen, die Technik funktioniert schon ganz gut. Mag vielleicht auch daran liegen, dass Sie bei uns in Frauenhand ganz gut aufgehoben ist bei der technischen Moderation. Fragen bitte. Meine Kollegin hat es bereits mehrfach ja schon gesagt. Lassen auch mich bitte nochmal darauf hinweisen. Bitte über den Chat. Das hat damit zu tun, dass wir mit 60 Minuten relativ sportlich unterwegs sind und dieses Format der Videokonferenz natürlich auch nicht ganz so einfach zu moderieren ist, wie wenn man sich physisch gegenüber sitzen oder stehen würde. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie mich zwei Teilnehmerinnen der heutigen Videokonferenz ganz besonders begrüßen. Das ist einerseits Frau Professor Dr. Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, die also heute auch hier mit dabei ist. Freuen wir uns sehr drüber. Herzlich willkommen. Und ich darf namentlich und recht herzlich begrüßen die Vorsitzende des Wirtschaftsforums der Sozialdemokratie in München, Frau Dr. Hildegard Kronawitter. Hildegard, auch dir ein ganz herzliches Willkommen. Diese Begrüßung hat auch den Hintergrund, dass wir manche unserer zukünftigen Videokonferenzen in Kooperation mit dem Wirtschaftsforum der Sozialdemokratie in München durchführen werden. So. Ansonsten bleibt mir nur noch unsere beiden Referentinnen und Referenten zu begrüßen. Herrn Christian Odendahl, den Chefökonom am Center for European Reform, und Frau Philippa Siegel-Glöckner vom Bundesministerium der Finanzen und eben auch Mitglied im Sprecherkreis hier in Bayern. Wir werden jetzt einsteigen mit Herrn Odendahl und werden zuerst mal ein bisschen uns zusammen anhören, so eine kurze ökonomische und wirtschaftliche Einordnung der Corona-Krise und welche Schritte im aktuellen Stand der Krise jetzt zentral sind, um die deutsche, um die europäische, um die globale Wirtschaft wieder in einen Modus zu bringen, der halbwegs vernünftig und auf Wohlstand und qualitativen Wachstum hin orientiert und gepolt ist. Herr Odendahl, ich übergebe an Sie. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass das technisch funktioniert. Sieht gut aus. Meine Internetverbindung ist im Moment nicht die beste, aber ich hoffe, dass es klappt. Also ich wurde gebeten, die Krise ein kleines Stück weit ökonomisch einzuordnen. Und da ist mir natürlich als erstes aufgefallen, naja, so richtig einordbar ist diese Krise eigentlich nicht, denn einordnen heißt, sie mit vergangener Erfahrung irgendwie in Beziehung zu setzen, und das fällt tatsächlich extrem schwer, denn wir haben es noch nie gehabt, dass wir eine eigentlich gesund laufende Wirtschaft temporär in eine Art Wachkoma versetzen mussten, und der wirtschaftliche Einbruch, der dadurch hervorgerufen wird, ist natürlich sehr heftig, aber es ist nicht vergleichbar mit vergangenen Krisen. Und der IWF geht im Moment davon aus, dass der Einbruch auf der Welt 3% beträgt. Das hört sich vielleicht nicht viel an, aber das ist sehr, sehr viel, gemessen daran, dass die Weltwirtschaft meistens relativ stetig wächst. Also es ist ein Einbruch um 6% von einem Normalwachstumsszenario. Es gibt sogar IWF-Szenarien, die noch deutlich schlimmer aussehen, sollten wir diesen Virus nicht unter Kontrolle bekriegen auf der Welt. Die EU geht im Moment für Europa von minus 8% aus für die Eurozone und dann mit einem Rebound in 2021 von ungefähr 6%. Deutschland ist ungefähr ähnlich, 7% Rückgang, 6% Rebound in 2021. Ich würde hier ergänzen, wenn es gut läuft,
Ja, wenn wir lernen, mit dem Virus zu leben, bis ein Impfstoff genutzt werden kann. Aber das, was heißt das jetzt für die Zukunft? Also ich glaube, als erstes müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, den, glaube ich, am Anfang viele hatten, dass diese Krise in irgendeiner Weise ein großer Gleichmacher wäre, der irgendwie alle betrifft. Das ist nicht der Fall. Das fängt schon beim Homeoffice an. Ne? Also Homeoffice können vor allen Dingen die besser bezahlten Berufe machen und nicht die schlechter bezahlten. Bildungschancen, jetzt wo die Schulen geschlossen sind oder nur teilweise öffnen können, hängen in dieser Krise, glaube ich, so mehr denn je vom Elternhaus ab. Wir haben Regionen mit viel Tourismus, die sehr viel härter getroffen werden, nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Monaten, wenn die Menschen vielleicht noch etwas vorsichtiger sind. Und Tourismusregionen sind oft nicht die strukturschwächsten, also von Bayern jetzt mal abgesehen. Und innerhalb der Wirtschaft sind auch Sektoren sehr unterschiedlich getroffen. Also wir haben, denken Sie zum Beispiel an Restaurants und Steuerberater. Da haben wir sozusagen zwei, die sehr unterschiedlich von diesem Virus betroffen sind. Und in Europa haben wir eine ähnliche Situation. Da sind Länder sehr unterschiedlich getroffen. Einerseits, weil diese Corona-Krise aus Gesundheitsaspekten manche Länder sehr viel heftiger getroffen hat als andere. Zum Beispiel, weil manche einfach das Pech hatten, als Erste zu sein, die Ersten zu sein und deswegen nicht aus den Erfahrungen der anderen lernen konnten. Wir haben in Südeuropa viele Tourismusgebiete, die sehr saisonal sind, das heißt, die auf diesen Sommer angewiesen sind, was zum Beispiel in Ländern wie Deutschland oder Großbritannien nicht der Fall ist. Dann gibt es Länder, die hatten vorher schon einen sehr, wie soll ich sagen, ambitionierten Schuldenstand. Das macht die Bekämpfung einer solchen Krise natürlich nochmal schwieriger. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgingen, dass alle Länder, sagen wir mal, 20% des BIP noch an Schulden obendrauf satteln, dann ist das für Länder wie Italien oder Spanien relativ teuer, weil sie dann in Bereiche kommen, wo die Finanzmärkte durchaus an der Solvenz zweifeln. Und für Deutschland ist es sehr billig. Wir werden ja sogar noch bezahlt dafür, dass wir Schulden machen. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie so ein Zukunftsprogramm aussehen muss, dann denke ich, ist ganz wichtig, dass wir uns auch dabei direkt mit Gedanken darüber machen, dass dieser große Ungleichmacher, Corona, nicht noch schwerwiegende langfristige, sowohl wirtschaftliche als auch politische Folgen hat, wenn wir daraus sozusagen eine weitere Divergenz sowohl in Deutschland als auch in Europa, als auch zwischen Menschen, als auch zwischen Sektoren und so weiter haben. Das heißt, was müsste Deutschland tun? Also, normalerweise würde man in so einer Konjunkturkrise natürlich sagen, okay, wir brauchen ein Konjunkturprogramm, was die Nachfrage anschiebt. Und das muss immer gezielt und vernünftig gemacht werden. Aber ich glaube, in dieser Krise ist noch ein bisschen was anderes. Denn wir wollen in dieser Krise, wo wir eine im Prinzip gesunde Wirtschaft in ein temporäres Koma versetzt haben, die Gelegenheit natürlich auch nutzen, transformativ zu wirken. Ja, das heißt, nach Möglichkeit Maßnahmen finden, die das Land auch noch voranbringen. Da muss ich als Ökonom allerdings sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Denn Konjunkturprogramme sollen meistens relativ kurzfristig wirken, relativ zügig wirken. Und transformative Prozesse sind meistens eher etwas Langfristiges. Das heißt, was Deutschland tun muss oder was Europa auch tun muss, sind definitiv eine Kombination an Dingen. Es ist nicht nur irgendwie dieses eine Ding, was das Land voranbringen kann oder was Europa voranbringen kann. Also ein genereller Nachfrageimpuls ist sicherlich wichtig. Das ist in dieser Krise ähnlich wichtig wie in anderen Krisen auch. Ein solcher Nachfrageimpuls funktioniert am besten, wenn man ihn über Gruppen in der Gesellschaft weitergibt, die eine relativ hohe Konsumneigung haben. Dazu zählen vor allen Dingen natürlich die unteren Einkommen, die man entlasten könnte. Dazu zählen zum Beispiel Eltern mit Kindern, in dieser Krise vermutlich noch eher als sonst. Das heißt, ich persönlich kann dem Elternbonus relativ viel abgewinnen. Ich kann der Abschaffung des Solidaritätszuschlags als Solizahler relativ wenig abgewinnen. Auch wenn ich verstehe, dass das politisch sehr wichtig ist. Dann sollte ein gezielter Nachfrageimpuls natürlich auch vor allen Dingen Branchen zugutekommen, die ihn sehr dringend brauchen. Und da wäre zum Beispiel eine Aussetzung der Mehrwertsteuer für die Restaurants und für den Tourismus dieses Jahr denkbar, damit diese Branchen entweder darüber über Preissenkungen mehr Nachfrage generieren können oder aber pro Tisch oder pro Bett zumindest temporär mehr verdienen können. Die Autokaufprämie halte ich in dem Zusammenhang für falsch, denn die Autoindustrie ist natürlich auch getroffen, wie viele andere Branchen auch. Aber gerade so eine Kaufprämie ist halt ein temporäres und relativ leicht verpuffender Effekt, der zudem in den Jahren drauf sich auf das Gegenteil verkehrt und zumindest das Potenzial hat, unsere Klimaziele zu gefährden.
Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Wir können da gerne noch weiter darüber diskutieren, was der Effekt auf die gesamte Wirtschaftsstruktur, auf Zulieferer und so weiter ist. Aber der transformative Aspekt, den kann man eigentlich nur über relativ große Investitionsprogramme machen. Hier sehe ich allerdings die Gefahr, dass wir zumindest momentan eher die Gefahr laufen, dass Investitionen zurückgefahren werden. Also ich fand es ganz interessant, dass relativ an Anfang der Krise schon die Deutsche Bahn anfängt darüber zu reden, was jetzt alles an Sparprogrammen kommen müssten und dass Investitionen zurückgefahren werden müssten und so, weil die Bahn natürlich riesige Verluste macht, das ist klar. Wo das Gegenteil richtig wäre. Die Bahn sollte natürlich diese Krise nutzen, um massiv zu investieren. Und der Staat hat das Geld, um die Bahn zu unterstützen, genau jetzt so viel wie möglich zu investieren, damit sie, nachdem diese Krise vorbei ist, gestärkt daraus hervorgeht. Die Kommunen, denen die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen, sind als einer der Hauptinvestierer in Deutschland natürlich gefragt, diese Investitionen mindestens zu stabilisieren, wenn nicht auszuweiten. Das können sie alleine nicht, denn sie sind nicht diejenigen, die auf so eine Pandemie vorbereiten können, sich versichern können, darauf hinsparen können sozusagen. Sie sind diejenigen, die jetzt stabilisiert werden müssen finanziell. Schulen und Betreuung, ich glaube, da haben wir relativ krassen Fall, der sich auch von allen Krisen bisher unterscheidet, denn die Schließung von Schulen und Kitas hat nicht nur einen direkten Effekt darauf, dass diese Betreuungsleistung nicht mehr erbracht werden kann, sondern eben auch diesen extrem wichtigen indirekten Effekt, dass Eltern nicht mehr vernünftig arbeiten können. Das heißt, jede Investition in zusätzliche Beschulung, Betreuungskapazität und so weiter hat hier einen doppelten Return, also den Return, dass man dadurch eine Leistung erbringt, und Geld in die Wirtschaft bringt, aber eben auch den zweiten Effekt, dass die Eltern, die davon profitieren, dann auch wieder arbeiten gehen können. Also hier wäre der Multiplikator mit am allergrößten. Ich weiß, dass das schwierig ist, in der kurzen Frist hinzukriegen. Und natürlich könnte ein großes Investitionsprogramm in die Mobilität gehen. Das heißt, wenn wir eine Autokaufprämie, auch wenn sie politisch vermutlich kommen muss, wenn wir die relativ klein halten und sagen, unser großer Transportsektor braucht eine dass man das über ein groß angelegtes, langfristiges Investitionsprogramm macht in die Zukunft der Mobilität. Denn solche Investitionsprogramme haben natürlich schon eine stabilisierende Wirkung und haben eine erwartungsstabilisierende Wirkung. Das heißt, Unternehmen, die in diesem Sektor engagiert sind, wissen bei so einem langfristig glaubwürdig großen Investitionsprogramm, dass zum Beispiel die Zukunft der Elektromobilität nicht nur etwas ist, was Politiker in Sonntagsreden immer wieder sagen, sondern wirklich etwas ist, was jetzt auf die Straße kommt, um es mal plastisch auszudrücken. Und in Europa, das ist der zweite Punkt, hier haben wir eine relativ klare Divergenz. Das heißt, wir müssen sehr genau darauf achten, dass wir kein wirtschaftliches Auseinanderdriften von Europa haben. Und ich glaube, da haben Macron und Merkel und auch die Europäische Kommission relativ großen Mut bewiesen und gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein großes Programm, was Transfers beinhaltet von den relativ reichen, wohlhabenden und nicht so hart betroffenen Regionen in andere Regionen. Ich glaube, dass das im deutschen Interesse ist, denn solche Programme haben Spillovers, also Wirkungen über Grenzen hinweg. Das heißt, wenn wir als Deutschland unsere Wirtschaft anschieben, aber andere Länder in Europa tun das nicht, weil sie es nicht können, dann ist auch das deutsche Konjunkturprogramm relativ weniger effektiv, als wenn wir versuchen, das in Europa gemeinsam zu machen. Die Pläne, die Europäische Kommission auf den Tisch gelegt hat, gehen in eine richtige Richtung. Die Finanzierung ist sehr langfristig angelegt. Das heißt, die fiskalischen Kosten sind pro Jahr gesehen relativ gering. Und die EU hat richtig darauf hingewiesen, dass das Teil eines Gesamtpakets sein muss. Das heißt, eines länderspezifischen Gesamtpakets. Die Länder müssen also Reform- und Investitionspläne vorlegen, die dann bewertet werden und die dann mit von der EU finanziert werden. Die große Gefahr besteht jetzt, dass genau das zerredet wird, dass die Länder diese Kontrolle nicht an die EU-Kommission abgeben wollen, sondern dass sie die selber behalten wollen. Und das würde ich für sehr fatal halten, denn dann haben wir sozusagen die Kontrolle und die Politik aus einem Guss in gewisser Weise aufgegeben. Denn traditionell ist es so, dass die Länder sich gegenseitig nicht sonderlich gut kontrollieren. Und das Letzte, das fällt mir natürlich im Zusammenhang mit Deutschland auf, die Europäische Zentralbank muss weiter ihren Job machen können. Und zwar sehr aggressiv und vermutlich für deutschen Geschmack zu aggressiv. Denn
Das Letzte, was Europa jetzt braucht, wäre eine beschränkte und restriktivere Geldpolitik, denn die Geldpolitik muss mithelfen, dass wir aus dieser Corona-Krise rauskommen. Das wären meine ersten Gedanken. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und bin sehr gespannt auf den Input, weil wir Ökonomen haben selbst sehr viel zu lernen, da wie diese Krise die einzelnen Branchen betrifft. Also da freue ich mich sehr darauf, wenn ich da von Ihnen noch ein bisschen Input kriegen kann und bedanke mich erstmal. Danke. Herzlichen Dank, Herr Odendahl. Bevor ich an Philippa Siegel-Glöckner übergebe, wir haben bisher zwei Fragen im Chat. Ich lese die einfach mal vor, weil es nur zwei sind. Da kann man das ja dann so ein bisschen aufweichen mit diesem sehr konfrontativen Format, das es hier. Eine kommt von Erwin Schelbert. Rebound wieder 6%, das heißt, das Hamsterrad soll wieder genauso weiterlaufen. Also wahrscheinlich ein kritischer Hinweis darauf, soll nach der Krise wieder alles so sein wie vor der Krise? Fragezeichen. Und hier wird gerade eben noch nachgelegt und weiter erläutert, Investitionen in nachhaltige Wirtschaft anstatt überhitzter, sinnloser Konsum, zum Beispiel Autoprämie für Reiche. Und wir haben noch einen zweiten Beitrag. Wäre bei der Förderung der Autoindustrie eine Zusammenarbeit mit Frankreich möglich für Elektroautos, zum Beispiel über eine Batteriefabrik? Soweit der erste Input hier bei uns aus dem Chat. Ich übergebe an Frau Siegel-Glöckner. Fragestellung hier in den ersten 10 Minuten. Konjunkturpakete, so was ist die reine Lehre, was ist die politische Praxis, was hat die Bundesregierung gebaut, sozusagen in welche Richtung zielt die Bazooka, die jetzt ausgepackt ist. Philippa, bitte. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank, Marcel, für die Vorstellung. Ich sollte vielleicht zu Anfangs kurz sagen, ich bin als Privatperson hier und selbstverständlich nicht als Finanzministerium. Jetzt hatte ich eine kurze Frage zur Regie. Nehmen wir die Fragen später nochmal auf oder wie verfahren wir mit denen? Wir nehmen die später nochmal auf, Philippa, auf jeden Fall. Also okay. Du kannst starten, super, wie geplant. Gut, wunderbar. Also ich dachte eigentlich, wir könnten schon über das Konjunkturpaket reden. Das können wir jetzt nicht, weil es es noch nicht gibt. Aber ich dachte mir, was vielleicht auch ganz interessant wäre, ein bisschen darüber zu reden, worüber denkt man denn nach oder muss man denn nachdenken, wenn man versucht, sowas ganz praktisch zusammenzustricken? Weil es ist natürlich immer eins, ökonomisch zu sagen, was man eigentlich tun sollte. In der Praxis sieht das Ganze dann nochmal sehr anders aus. Und die erste Frage, die man sich natürlich fragt, ist, wie groß soll so ein Paket denn sein? Und da ist, glaube ich, die erste große Schwierigkeit, dass die Unsicherheiten sehr, sehr groß sind. Was ist überhaupt der richtige Referenzmaßstab? Also wir vermuten dieses Jahr, dass wir einen Wachstumseinbruch haben von -6,3%, wobei auch, glaube ich, diese Zahl mit sehr großer Unsicherheit behaftet ist. Das wäre bei dem Bruttoinlandsprodukt vom letzten Jahr ein Verlust von 216 Milliarden. Versucht man das jetzt ganz zu kompensieren, anteilig? Wie weit geht man da? Also das ist, glaube ich, die erste Frage. Dann ist auch die Frage, wie weit kann man gehen? Wir haben jetzt schon im zweiten Quartal 130 Milliarden deutsche Staatsanleihen ausgegeben. Das sind über 40 Milliarden im Monat. In der letzten Finanzkrise, hatten wir in einem Monat, haben wir über 40 Milliarden an Anleihen ausgegeben. Also wir sind heute in der Dimension, die schon ziemlich beeindruckend ist, die schon ziemlich groß ist. Die Konjunkturpakete in der Finanzkrise, beide zusammen, hatten einen Umfang von 100 Milliarden. Insofern bewegt man sich, wenn man sagt, man will das alles kompensieren, 216 Milliarden in einer wirklich enormen Größenordnung. Und dann ist die Frage, also wirklich, kann man so viel Schulden kurzfristig am Markt aufnehmen, auch ohne, dass man den Banken jetzt lange Vorwarnung gegeben hat oder Regulierung verändert hat. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ist eigentlich nicht so ein kritischer Punkt, weil wenn man sieht, wie die Rendite der Bundesanleihen sich verändert hat in letzter Zeit, dann ist die sogar noch negativer geworden. Also momentan bezahlen uns Investoren noch mehr als zu Anfang des Jahres dafür, dass die Bundesrepublik von ihnen Geld leiht. So wie es aussieht momentan,
reden wir über ein Paket eher in der Größenordnung von 100 Milliarden. Also wie man sieht, das ist immer ein praktischer Kompromiss, der wahrscheinlich viele Facetten hat, aber da ist keine oder sehr schwer, da eine exakte Lehre zu haben, in welcher Größenordnung denn, man genau landen sollte. Die zweite große Frage ist, wo setzt man an? Normalerweise, wenn man eine Konjunkturkrise hat, dann, das hatte Christian schon erwähnt, ist es eine Nachfragekrise. Dann hat man zu wenig Leute, die etwas kaufen wollen. Jetzt in der Corona-Krise ist es sehr, sehr komplex, weil wir beides haben. Wir haben eine Krise beim Angebot. Also bestimmte Industrien konnten nicht produzieren, weil sie keine Vorleistungsgüter bekommen haben. Einzelhandel, Restaurants konnten nicht verkaufen. Und wir haben eine Nachfragekrise, weil es natürlich einen Einbruch gab bei Einkommen. Und das auszutarieren und auch zu verstehen, wo wirklich das Problem ist, ist unglaublich schwierig, gerade wenn man so schnell entscheiden muss wie momentan. Man stellt sich das vielleicht manchmal von außen so vor, als hätten wir so ein Datencockpit, wo wir die Wirtschaft wie beim Fieberthermometer überwachen könnten. Und das Gegenteil ist der Fall. Also bei einem Unternehmen kriegt man vielleicht monatlich oder wöchentlich Zahlen. Wir kriegen sie quartalsmäßig. Insofern ist man fast im Blindflug unterwegs und muss verstehen, was in dieser Wirtschaft auf beiden Seiten, Angebots- und Nachfrageseite, passiert und wahnsinnig schnell entscheiden. Und das war, glaube ich, jetzt in der Corona-Krise oder ist jetzt in der Corona-Krise einer der größten Herausforderungen. Und noch dazu, das hatte Christian auch schon angedeutet, gibt es ein sehr differenziertes Bild. Also während wir in manchen Sektoren zum Beispiel einen starken Preisverfall haben, weil es eben gar keine Nachfrage mehr gibt, haben wir in anderen Sektoren einen starken Anstieg. Also Inflation bewegt sich bei 0,6%. Gemüse ist sehr viel teurer geworden. Ich habe gemerkt, Zucchinis haben sich sogar verdoppelt im Preis. Also es ist eine so heterogene Lage, dass es wahnsinnig schwierig ist, das richtig auszutarieren, gerade ohne eine vernünftige Datenlage. Und da muss man wirklich abwägen, wo man vernünftige Entscheidungen überhaupt treffen kann. Dann ist die Frage, an was sollte sich so ein Konjunkturpaket ausrichten? Was versuchen wir zu erreichen? Christian hatte das kurz angeschnitten, aber ich wollte noch einmal systematisch durch die Kriterien durchgehen, die wir versuchen abzudecken. Das erste ist, es muss zeitnah kommen. Also transformative Investitionen sind zwar oft sehr, sehr schön, aber die Wirtschaft liegt heute am Boden oder ist heute im Gefrierschrank. Und wenn wir die da schnell wieder rauskriegen wollen, dann müssen wir das Geld in Umlauf bringen, und zwar heute. Und eine Straße, die eine lange Vorlaufzeit hat zur Planung, hilft uns dann nicht so viel weiter. Das hat man sicher auch nochmal gelernt bei dem Obama-Stimulus in den USA, wo ganz viele Investitionsprojekte im Endeffekt vor 2 Jahren ungefähr realisiert wurden. Also es ist klar, das funktioniert heute nicht. Wir müssen jetzt wirklich schnell agieren. Und da ist natürlich sowas wie die Gewerbesteuerausfälle auffangen eine Maßnahme, die, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist dafür, was also ganz schnell wirkt, weil man wirklich ganz schnell sicherstellt, dass da kommunale Ausgaben nicht zurückgefahren werden müssen, wenn man das kompensiert. Nur mit Investitionen wird man nie auf so schnelle Ausgaben kommen, selbst wenn man Planungsverfahren, Vergabeverfahren verkürzt. Ich glaube, da muss man realistisch sein. So, dass dieses Zeitnahe steht, wie schon angesprochen, oft im Widerspruch mit dem zweiten Kriterium, was wir aber versuchen zu erfüllen, nämlich, dass die Maßnahmen transformativ sind. Da ist, glaube ich, ein Mikro an im Hintergrund. Bei transformativen Maßnahmen, da ist jetzt so ein bisschen das Gegenbeispiel, die Automobilprämie, die Abwrackprämie. Für mich ist die Frage, klar, wir haben ein Problem in diesem Sektor, wir müssen da was machen, aber wieso muss man dazu auch noch zusätzlich die Leute dafür belohnen, dass sie was kaufen, was mehr CO2 in die Luft pustet? Und kann man das nicht anders machen? Man kann sicher auch Geld dort zum Beispiel in die Ausbildung von oder in die Umschulung von Arbeitskräften investieren, was vielleicht eine bessere Balance ist aus zeitnah und transformativ als eine Abwrackprämie.
Dritter Punkt, zielgerichtet. Und das ist, glaube ich, sogar in Deutschland ein etwas besonderer Punkt. Also gerade in der Bundesregierung spielt es eine sehr, sehr große Rolle, dass man immer versucht, ganz genau die zu treffen, die wirklich ein Problem hatten, also die den Einnahmeausfall hatten und die es wieder ausgeben. Und das hat man zum Beispiel gesehen, was wir jetzt in den letzten Wochen schon hatten, mit der Soforthilfe. Der Soforthilfe, die haben Selbstständige bekommen und Kleinunternehmer. Die galt aber auch nicht für alle Ausgaben, sondern nur für fixe Betriebskosten. Und das musste man auch angeben. Und Gehälter zum Beispiel konnte man davon nicht zahlen. Da hieß es dann, naja, dafür ist im Endeffekt dann die Grundsicherung da. Also da haben wir ein sozusagen sehr ausdifferenziertes System, wo man an mehrere Stellen gehen muss und ziemlich genau sagen muss, wofür man das Geld braucht. Und wir sagen nur so kriegen wir es eben so zielgenau hin, dass es dann auch wieder in die Wirtschaft geht und die Richtigen trifft. Die USA zum Beispiel verfolgen da eine echt andere Philosophie. Die haben gesagt, jeder, der ein Einkommen bis 80.000 Dollar im Jahr hat, kriegt jetzt einfach mal 1.200 Dollar nach Hause geschickt im Scheck. Und haben gesagt, alles andere ist viel zu kompliziert. Es ist das Allerwichtigste, dass jetzt Geld in Umlauf kommt und deswegen einfach raus damit. Man könnte natürlich auch sagen, na, vielleicht haben sie nicht so ein ausdifferenziertes System, dass sie die Leute so gut erreichen können über das Sozialsystem. Aber ich glaube, da steckt wirklich eine andere Philosophie dahinter und ich finde es eigentlich eine ganz spannende Diskussion, was da besser funktioniert, gerade in so einer akuten Krise. Letzter Punkt, in einem Konjunkturpaket sollten idealerweise die Maßnahmen vorübergehend und nicht dauerhaft sein. Und da unterstreiche ich Christians Unterstützung für Eltern, Kinderbonus. Das ist eine ganz klare, einmalige Maßnahme, einmal 300 Euro und nicht was, wo man am Ende Schwierigkeit hat, das Gesetz wieder zurückzunehmen. Eine Unternehmenssteuersenkung ist für mich genau das gegenteilige Beispiel. Das sind die vier Kriterien, die man versucht abzudecken. Wenn man dann auch noch schaut, was ist gesetzlich halbwegs sicher machbar, was ist administrierbar und in vernünftigen Volumen umsetzbar, dann muss man ganz schnell ganz schön kreativ sein, damit man mit einem Paket rauskommt, das eine vernünftige Größenordnung hat. Vielleicht als letzter Punkt will ich auch ganz kurz auf dieses Thema schon mal eingehen. Gibt es nur eine Konsumspritze oder langfristige Transformation? Muss man sich zwischen diesen beiden entscheiden? Ich glaube gerade für Deutschland nicht. Ich glaube gerade Deutschland braucht ehrlich gesagt eine langfristige Konsumspritze. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir bisher ein Wirtschaftsmodell hatten, das sehr weit auf Export ausgerichtet war. Das hat uns jetzt richtig wehgetan in der Krise, weil also für Automobil zum Beispiel USA und Großbritannien die größten Abnehmer sind, deren Wirtschaften liegen auch am Boden, wir haben keine Nachfrage mehr. Wir müssen, glaube ich, unser Wirtschaftsmodell dahin zurückbalancieren, dass wir mehr heimischen Konsum haben. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir den ankurbeln und zwar nicht nur kurzfristig, sondern ein bisschen längerfristig. Und dafür, glaube ich, ist es unter anderem sehr wichtig, dass wir die Löhne hochbringen, gerade in Bereichen wie sozialen Dienstleistungen, dass wir wirklich ein bisschen eine Verschiebung haben von unserer Wertschöpfung, von diesem exportorientierten, was einfach sehr riskant ist, hin zu Bereichen, wo wir wissen, dass wir sie auch gesellschaftlich brauchen und zwar langfristig brauchen. Also wir werden Bildung brauchen, wir werden Erziehung brauchen, wir werden Pflege brauchen. Menschen, die sich um unsere Alten kümmern, vernünftiges Gesundheitssystem. Insofern würde ich sagen, die Konsumspritze ist gar nicht so schlecht, aber wir sollten schauen, dass sie langfristig angelegt ist und nicht nur kurzfristig und ein One-Off. Hier würde ich gerne jetzt erstmal schließen. Ich habe gesehen, es gibt auch schon eine Reihe Fragen. Danke, Philippa. Wir haben im Chat jetzt folgende Situation. Das ist jetzt richtig gut heiß gelaufen, sage ich mal. Und im Endeffekt sind das jetzt zwei Bereiche, zu denen Fragen kommen. Ungefähr 50% der Chatbeiträge beziehen sich darauf, dass eher auch eine wachstumskritische Perspektive vertreten wird, ungefähr mit dem Tenor,
wenn wir von Konsum reden, ist es denn überhaupt sinnvoll, hier über Konsumspritze, über Konsumankurbelung, über stärkeren, über höheren Konsum zu sprechen, müsste der Fokus nicht viel, viel, viel mehr auf all dem liegen, was man politisch gemeinhin mit dem Begriff qualitatives Wachstum beziehungsweise eventuell sogar Schrumpfung beschreibt. Und die anderen 50% im Chat sind eher zu Einzelthemen und sind eher orientiert an konkreten Fragen. Mein Vorschlag zum Umgehen wäre jetzt, dass wir vielleicht mal versuchen, bis 18:15, wir haben jetzt also ungefähr Halbzeit vorbei, mal die konkreten Fragen abzuarbeiten und uns diesem Wachstumsthema und der Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit vom Konsum dann in der letzten Viertelstunde von 18:15 bis 18:30 widmen. Herr Odendahl, Frau Klöckner, Frau Siegel-Klöckner, okay mit Ihnen? Ja, auf jeden Fall. Super, dann machen wir das so. Dann steige ich jetzt einfach mal in die konkreten Fragen ein und würde Sie zwei bitten, immer ein bisschen spontan zu koordinieren, wer antwortet. Also Windhundverfahren oder Expertenverfahren, das überlasse ich Ihnen. Die erste konkrete Frage ist, wie lange kann die Agentur für Arbeit mit der derzeitigen Anzahl an Kurzarbeiterinnen dieses Instrument überhaupt finanzieren? Und was passiert danach? Bundeszuschüsse begrenzen, Befristen des Programms? Fragezeichen. Also wie lange können wir uns die Kurzarbeit leisten? Willst du das machen oder soll ich das machen? Gerne du, ich bin gespannt, ob du die Zahl weißt. Nee, die Zahl hätte ich jetzt nicht im Kopf. Also bei der Kurzarbeit, das ist ein Programm in dieser Krise, glaube ich, sich sehr bewährt, was andere Länder in der Form nicht hatten. Und teilweise ad hoc nachgebaut haben, zum Beispiel Großbritannien, wo ich lange. Und dieses Programm kann sich vermutlich die Bundesagentur für Arbeit nicht ewig leisten und vermutlich auch nicht viel länger. Allerdings ist es insofern für so eine Krise sehr geeignet. Man muss allerdings natürlich aufpassen, dass man das nicht zu einer permanenten Einrichtung macht. Deshalb verstehe ich, dass diese Verlängerung 24 Monate zum Beispiel, die jetzt in der Diskussion ist, sollte die Krise halbwegs bewältigt werden können, ginge das vielleicht ein bisschen zu weit. Was die Bundeszuschüsse angeht, ich glaube, dass der Bund sicherlich bereit wäre, die Bundesagentur dort zu unterstützen, das Kurzarbeiterprogramm weiterzufahren, sollte es nötig sein. Aber Philippa weiß die Zahlen mit Sicherheit besser. Danke, wir haben eine. Philippa, du gerne? Nö, ich muss da enttäuschen, also das weiß ich auch nicht, aber das ist im Endeffekt, haben wir eine konsolidierte Staatsbilanz. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Leute in Arbeit hält, weil das ist das, was am Ende, also wenn wir jetzt sagen, eine produktive Gesellschaft ist gut, das ist das, was am Ende auch die Staatseinnahmen wieder garantiert. Also ich glaube, jeden, den wir heute in Arbeit halten, der ist langfristig günstiger, wenn man so schauen will oder besorgt ist, um den Staatshaushalt als jemand, den wir langfristig versorgen müssen. Danke. Jetzt kommt ein bisschen eine ökonomietheoretische Fragestellung. Sie fängt ein bisschen an einem Beispiel an. Warum spricht man davon, dass Unternehmen Fremdkapital aufnehmen, während Staaten kein Fremdkapital aufnehmen, sondern stets nur Schulden machen, weil es sich besser anhört? Warum kann sich Japan zum Beispiel 200% Schuldenquote leisten? Ist der Monetarismus sich spätestens seit 2008, 2009, Aktivierung von über 1 Billion Euro zusätzlicher Geldmenge widerlegt? Also Monetarismus, eine Notenbankpolitik, die über Geldmengensteuerung funktioniert, die jetzt nun ja, zumindest seit der letzten Finanzkrise, etwas arg aus der Mode gekommen ist. Wer will zu dem Themenbereich Staatsverschuldung und Monetarismus Stellung nehmen?
Ja, kann ich schon gerne machen. Also ich glaube, bei dem Beispiel Japan muss man ja ein bisschen aufpassen, weil ja sehr viel der Staatsschulden, also mindestens 100%, wenn ich es richtig erinnere, auf der Bilanz des Staates liegen. Also das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Ich glaube, bei der Staatsverschuldung ist die größere Frage, jetzt auch mal abgesehen von der Terminologie, ob Fremdkapital oder Schulden, gibt es einen Schuldenstand oder eine Schuldenquote, wo man allgemein sagen kann, die ist nachhaltig oder nicht? Und das halte ich ein bisschen für einen Trugschluss, weil ich glaube, dass es extrem darauf ankommt, was man für ein Währungsregime hat. Also das ist einfach ein bisschen zu einfach gedacht. Wenn ich die USA bin und ich habe die globale Weltwährung, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass US-Staatsanleihen mal nicht nachgefragt werden. Die werden vielleicht ein bisschen teurer. Ich habe eine Zeit lang in Liberia gearbeitet. Die sind mehr oder weniger vom Dollar abhängig, haben sehr, sehr wenige eigene Einnahmen, verschulden sich komplett in US-Dollar. Da ist eine Staatsschuldenquote von 30% schon ziemlich gefährlich. Also ich glaube, einfach diese Zahl ist nicht so wahnsinnig sinnvoll und vielleicht müsste da man auf andere Dinge gucken. Eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist Verschuldungskosten zu vergleichen mit Staatseinnahmen, weil man dann zwei Geldströme miteinander vergleicht, anstatt einmal Bruttoinlandsprodukt mit einem Schuldenberg. Das ist ein bisschen komisch. Monetarismus war ja die zweite Frage. Gut, ich glaube, das haben wir jetzt ziemlich deutlich gesehen. Also das Zentralbankgeld, das bei unseren Banken aufläuft in großen Mengen, wird nicht weitergereicht, weil es auch gar nicht weitergereicht werden kann, sondern weil Banken Kredite ausgeben und das Zentralbankgeld dann erst brauchen, wenn sie die Kredite auszahlen. Ich glaube, das war eigentlich vorher schon bekannt, ist vielleicht jetzt noch mal ein bisschen deutlicher geworden, dass dieser Multiplikator der Geldmenge nicht wirklich funktioniert. Aber das ist, glaube ich, was in der Wissenschaft vielleicht schon länger durch die Gegend geflogen ist und jetzt hoffentlich ist es sozusagen überall angekommen und wir arbeiten nicht mit einer falschen Annahme davon, wie unser Geldsystem funktioniert. Danke. Ich glaube, Christian wollte auch noch etwas dazu sagen, wenn ich das richtig sehe. Ich vielleicht, weil die nächste Diskussion, auf die wir in Deutschland und Europa zulaufen, ist die Diskussion, wie zahlen wir das dann alles zurück? Ja? Und den Impuls kann ich in gewisser Weise verstehen, weil man natürlich das Gefühl hat, naja, der Staat hat riesige Schulden jetzt aufgenommen, um die Corona-Krise und die ökonomischen Verwerfungen zu bekämpfen und klein zu halten, richtigerweise. Aber ich glaube, dass diese Diskussion, wie zahlen Staaten das zurück, völlig verkehrt abgelaufen ist nach der globalen Finanzkrise. Denn dort hat man viel zu schnell auf die Bremse getreten, sowohl geld- als auch fiskalpolitisch und dadurch den Aufschwung ein bisschen abgewürgt. Und ich hoffe, dass wir diesen Fehler nicht wieder machen. Ich halte es nicht für ökonomisch sinnvoll, dass Deutschland auf eine Staatsschuldenquote von 60% oder geringer hinausläuft. Denn wie der Fragesteller richtig angedeutet hat, sind auch sehr viel höhere Schuldenstände für reiche Regionen tragbar. Wenn sie den Rückhalt der entsprechenden Zentralbank haben. Und Deutschland sollte die Gunst der Stunde im Gegenteil nutzen, um zu investieren. Denn wenn man sich überlegt, vor 30 Jahren, also wir können uns jetzt 30 Jahre lang Geld leihen und zahlen keinen Pfennig Zinsen, bis in 30 Jahren. Ich kann ja jeder mal überlegen, wo er vor 30 Jahren war. Also Philippa, wenn ich richtig informiert bin, ist 30 Jahre alt, also war vermutlich vielleicht gerade geboren. Deutschland war erst zweimal Fußball-Weltmeister. Ein Einzel damals war Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich. So lang, das sind 30 Jahre. Und eine solche lange Zeit, sich zum Nulltarif verschulden zu können, bedeutet, man kann in die Zukunft investieren. Man kann sogar Profite damit machen als Staat. Und diese Gelegenheit zu nutzen, halte ich für extrem wichtig und ich glaube, dass gerade die progressiven Parteien da gefragt sind, diese Debatte diesmal anders zu drehen und zu sagen, okay, erstens, Staaten zahlen Schulden eigentlich nie zurück. Ja? Das hat es auch in der Geschichte eigentlich noch nie gegeben. Die meisten Staaten haben ihre Schuldenstände dadurch reduziert, dass sie gewachsen sind.
Das heißt, wenn wir die Staatsschulden reduzieren wollen, okay, wenn das das Ziel sein soll von mir aus, aber dann sollte das durch Wachstum passieren und nicht dadurch, dass wir uns sozusagen da versuchen, reinzukürzen. Das hälte ich für extrem wichtig. Philippa, du wolltest noch eine Sache ergänzen, mir widersprechen, ich hoffe. Überhaupt nicht, leider. Okay. Das wäre vielleicht lustiger. Nee, aber ich wollte ergänzen, um nochmal klarzumachen, was die Dimension an Geld ist, die uns da geschenkt wird. In der Entwicklungshilfe, wenn man Kredit bekommt als Land von der Weltbank oder im IWF, da rechnet man immer aus, was die sozusagen geschenkte Quote ist, indem man den Gegenwartswert von dem Kredit berechnet. Weil wenn man über 30 Jahre zurückzahlen muss und die Zinsen sind immer niedriger als Inflation, zahlt man ja am Ende weniger zurück, als der Kredit eigentlich wert war. Und diesen Wert kann man ungefähr über den Daumen peilen. Und was man so geschenkt kriegt bei einem sehr, sehr konzessionären Weltbankkredit, sind 40-45%. Und wir haben das mal ausgerechnet für Deutschland, kommt natürlich sehr darauf an, wie man die Inflationserwartungen setzt. Aber in eigentlich allen vernünftigen Szenarien sind wir irgendwo da, dass wir Kredite kriegen, die mindestens so gute Konditionen haben wie die ärmsten Länder der Welt, die Hälfte des Geldes geschenkt bekommen. Wenn man sogar sehr niedrige, hohe Inflationen annimmt, also dass wir wieder irgendwo in die Richtung von 2% kommen, dann kriegen wir 70% des Geldes geschenkt über 30 Jahre. Also insofern, wenn wir das jetzt nicht nutzen, wäre es wahrscheinlich wirklich eine vertane Chance. Danke sehr. Wir haben jetzt auch noch einige Fragen, die sich ungefähr in diesem Korridor, ich sage mal von standardökonomischen Fragen, durchaus auch mit bereits Meinungsbereichen hin eher zu dem, was wir so ein bisschen heterodoxe, kritische Ökonomie nennen, also das, was in dieser Krise auch bei uns in Deutschland mehr in der Praxis als in der Theorie auf dem Vormarsch ist, dominiert wird der Chat, aber ein bisschen von der anderen Seite. Und ich glaube, wir sollten uns dem in den nächsten 15 Minuten auch widmen, um unserem Publikum gerecht zu werden. Und hier ist eine ganze Menge an schlicht und edel sehr konsum- und wachstumskritischen Beiträgen im Chat zu lesen. Ich lese jetzt vielleicht auch einfach mal zwei vor, die meiner Meinung nach ziemlich gut repräsentativ für diese Richtung, die im Chat sehr stark ist, beispielhaft stehen. Das erste ist ein relativ kurzer Beitrag. Nur zeitnah investieren verschleudert unter Umständen Kapital und schafft falsche Anreize. So viel Zeit muss sein, dass es nachhaltig ist. Und der zweite Beitrag, den ich für sehr, sehr repräsentativ halte, ist zum Thema Klimawandel. Ist die derzeitige Situation nicht eigentlich ein Vorbote, wie wir eigentlich leben sollten, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten? Dieser sinnlose Konsum, klar, basiert darauf unser Wirtschaftssystem, aber wäre jetzt nicht der Zeitpunkt, dass wir uns Gedanken über die Zukunft machen, wie wir als Gesellschaft leben wollen? Das ist so ein bisschen das, was hier dominiert. Und ich glaube, wir müssten jetzt noch mal ein bisschen die Brücke schlagen zwischen dem, was wir Konsum, Konjunkturprogramm, Wachstum einerseits nennen und dem, was eine Verheißung auch von Transformation auf der anderen Seite ist. Wer hier eine wirkliche Antwort hat, hat wahrscheinlich die 1-Billionen-Dollar-Frage der Ökonomie gelöst, aber vielleicht schaffen wir es an zwei, drei Beispielen auch der aktuellen Planungen noch ein bisschen zu verdeutlichen, was sind denn eigentlich Bereiche, wo Wirtschaftswachstum mit mehr Umweltschutz, mit Nachhaltigkeit ganz gut zusammenpassen. Soll ich mal anfangen? Okay. Also jetzt aus der Sicht eines Ökonomen würde ich sagen, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um die Transformation der Wirtschaft mit voller Kraft anzugehen. Dafür sind zu viele Arbeitsplätze und Existenzen in Gefahr. Also ich glaube, es ist schwierig, jetzt die Gunst der Krise zu nutzen, um in gewisser Weise ohne demokratisches Mandat die Wirtschaft jetzt ganz fundamental umzubauen.
Ich glaube, der Haupttreiber der Politik im Moment sollte sein, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu kriegen und Arbeitsplätze zu erhalten. Und dann muss es eine klare gesellschaftliche Debatte darüber geben, was wir als Gesellschaft und auch als Wirtschaftssystem aus dieser Krise lernen wollen. Der Chatbeitrag bezüglich des Klimawandels und was da uns bevorsteht, ich glaube, das ist ein richtiger Hinweis, dass wir als diejenigen, die zwar bis auf die Finanzkrise relativ stabiles Wirtschaften gewohnt waren, so ein kleines bisschen mal damit befassen, was so eine fundamentale Krise des eigenen Systems eigentlich, wie die eigentlich aussieht. Jetzt haben wir mal einen Vorgeschmack gekriegt, auch wenn es charakterlich natürlich völlig anders war. Aber diese gesellschaftliche Debatte muss jetzt stattfinden. Ich glaube, was die Politik jetzt schon machen kann, ist innerhalb dieses Konjunktur-Zukunftsprogramms sehr mutig zu investieren in die Technologien, die zumindest vielversprechend sind, eine Kombination aus Wachstum und Wohlstand und Klimawandel zu erhalten. Also da gilt einerseits die Energie- und Verkehrswende. Ich glaube, da ist noch immer noch sehr viel Förderungs- und Investitionsbedarf. Deutschland sollte definitiv und Europa auch die Gunst der Stunde nutzen, die bei so günstigen Zinsen in solche Dinge zu investieren. Und das setzt dann auch Erwartungen natürlich für die Zukunft und stabilisiert die Wirtschaft auch kurzfristig. Und bei der Digitalisierung, ich glaube, das ist ein Thema, wo sich Wachstum und Wohlstand und Klima- und Umweltschutz nicht unbedingt entgegenstehen. Also wenn ich mir überlege, wie viele Dienstreisen ich zum Beispiel durch diese Corona-Krise verpasst habe und wie sehr ich mich an solche Videokonferenzen gewöhnt habe wie jetzt. Das heißt, da zu investieren und allen die Möglichkeit zu geben, sehr viel mehr digital. Ich glaube, das hat eine Möglichkeit, Wohlstand und Klimawandel sehr gut zu kombinieren. Deswegen würde ich sagen, es ist ein bisschen schwierig, jetzt die Fundamentalumstrukturierung der Wirtschaft ad hoc anzugehen. Aber die Politik kann jetzt schon in gewissen Bereichen schon durchaus investieren, um uns in die Richtung zu bringen. Frau Sibylle. Ja, ich habe einen Widerspruch. Und zwar, natürlich, also ich glaube auch, es ist eine Krise, man muss schnell reagieren und da kann man nicht plötzlich einfach ohne großes politisches Mandat alles von links auf rechts drehen. Oder ohne Konsens. Ich glaube allerdings, dass wir einen gewissen Konsens haben, einen gesellschaftlichen und den eigentlich momentan in unserem Wirtschafts- und Finanzsystem nicht wirklich, der nicht wirklich widergespiegelt ist. Ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, also dass wir gerade, wenn wir so Bereiche wie Pflege anschauen, dass erstens unsere alten Leute alle in Würde altern sollten und zweitens, dass Pflegerinnen und Pfleger unter vernünftigen Bedingungen arbeiten sollen. Das tun sie momentan nicht. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, dass da mehr Geld reingehört. Und es liegt eher so ein bisschen das Problem daran, dass wir nicht so richtig wissen, wie es zu tun ist oder halt der Haushalt am Ende nicht aufgeht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wieso man da jetzt nicht eigentlich gerade auch die Gunst der Stunde nutzen könnte, um da eine kleine Verschiebung im System anzufangen oder anzustoßen. Gerade weil es ja eigentlich gesellschaftlich schon explizit geworden ist, durch die Bezeichnung systemrelevant, durch die Unterstützung, die der Sektor empfangen hat. Da, glaube ich, könnte man eigentlich schon etwas tun. Und da gibt es eigentlich das Mandat. Und wieso macht man da nur einen Pflegebonus one-off und tut nicht mehr? Ich glaube leider, dass die Antwort ziemlich trivial und ein bisschen ernüchternd ist. Und die ist, dass der Pflegesektor so schlecht organisiert ist, dass er sich wahnsinnig schwer tut, zum Beispiel so Institutionen wie dem Finanzministerium gegenüber laut und deutlich seine Interessen zu vertreten. Also zumindest die im Altenheim jeden Tag dastehen und ihren Dienst tun. Das war zumindest eine Sache, die ich wahrgenommen habe in den letzten Wochen, dass das wahnsinnig schwierig war, dass andere Verbände sehr, sehr viel präsenter waren, andere Berufsgruppen sehr viel präsenter waren. Also ich glaube, es scheitert eher daran, aber eigentlich glaube ich schon, dass wir eine kleine Transformation anfangen könnten, indem wir ein bisschen verschieben, wo wir in unserer Gesellschaft die Ressourcen aufwenden.
Darf ich da ganz kurz nochmal eine Nachfrage stellen, beziehungsweise ja. nochmal das bestellen? Also ich frage mich selber in dieser Krise und bei diesen Fragen Wandel, wie du gesagt hast, in der Pflege, Klimawandel und so weiter, warum schaffen wir diesen Wandel politisch nicht schneller oder teilweise auch gar nicht? Ja? Und da hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Denn du hast ja gesagt, der Pflegesektor ist zum Beispiel schlecht organisiert. Ja? Das heißt, wenn wir solche, oder zum Beispiel die junge Generation hat in Deutschland politisch kein Gewicht. Das heißt, wenn wir strukturell einen solchen Wandel hinbekommen wollen, dann ist so ein bisschen, das meine ich das mit dem demokratischen Mandat, wenn wir jetzt die Gunst der Stunde nutzen, diesen Wandel voranzutreiben, könnte das natürlich auch kurzfristig sein, zum Beispiel Pflegebonus. Das ist für mich so ein Beispiel. Ja, wir haben einen kurzfristigen Konsens, dass diejenigen, die in der Pflegearbeit besser bezahlt werden sollen, die kriegen jetzt einen kurzfristigen Bonus und danach läuft das Ganze wieder aus. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen mehr Gedanken darum machen, wie kommt es, dass diese Themen bisher so zu kurz kamen, beziehungsweise wie können wir in unserem demokratischen politischen Prozess solchen Gruppen eine stärkere Stimme geben. Und ich glaube, das wäre so ein nachhaltigerer Wandel, als wenn wir jetzt diese Krise nutzen und dann nach der nächsten Wahl, wenn die Krise vorbei und vielleicht vergessen ist und die Leute vielleicht höhere Steuern zahlen müssten, um die Kosten zu bewältigen. Ich hoffe nicht, aber sagen wir mal, die politische Konstellation könnte durchaus in die Richtung gehen, dass wir dann diesen Wandel sozusagen wieder rückabwickeln. Das heißt, was sind so sozusagen die wirklich strukturell fundamentalen Änderungen, die wir machen müssen, damit dieser Wandel halt von Dauer ist? Gibt es neben dem Vorhaben oder der Möglichkeit, danke, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, mein Video anzuschalten. Gibt es neben der Möglichkeit, ein großdimensioniertes und lang angelegtes Investitionsprogramm in Sachen Mobilität und ökologische Effizienz aufzulegen, vielleicht weitere Leuchtturmprojekte, in denen eine eher konjunkturpolitisch angelegte Maßnahme sich trifft mit diesem großen mittel- und langfristigen Ziel des ökologischen Umbaus. Das erscheint mir ein bisschen so die Quintessenz aus vielen Chatbeiträgen zu sein, die erstaunlich kritisch sind gegenüber dem, was jetzt an Maßnahmen, die auf die kurze Frist zielen, so in der Planung sind. Die Frage ist hoch unangenehm, das ist mir klar. Ja, also ich glaube schon, dass es darauf eine Antwort gibt, aber ich glaube, die ist ein bisschen anders als industriepolitisch, dass man jetzt sagt, ein Sektor, sondern ich glaube, dass das hat eher echt noch mit einem fundamentaleren Wandel unseres Systems und worauf wir eigentlich raus wollen zu tun. Und da ist die Frage, was ist eigentlich eine gute Wirtschaft oder an was messen wir das? Und also momentan messen wir es irgendwie am Bruttoinlandsprodukt und wir messen es daran, dass wir nicht zu viel Staatsverschuldung haben oder nicht zu viel ausgeben. Und das ist die Frage, also das kam ja, glaube ich, auch schon ein bisschen durch, wieso ist das eigentlich sinnvoll? Und wenn man jetzt nicht ganz radikal einfach weggehen will und sagen will, ist uns eigentlich alles egal, ob wir was produzieren oder nicht, oder wir müssen eh eigentlich Wachstum zurücknehmen, finde ich, okay, ich komme natürlich aus einer sozialdemokratischen Prägung, naja, eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist Arbeit. Wenn alle Leute vernünftig in Arbeit sind, in guter Arbeit sind, dann brauchen wir uns erstens als Gesellschaft eigentlich nicht wirklich Gedanken darüber machen, dass wir irgendwie nicht genug produzieren oder unser Staat nicht genug Einnahmen hat. Und zweitens glaube ich, dass es als gesellschaftlicher Kitt ziemlich wichtig ist. Und vielleicht geht es darum, dass wir da als Staat ein bisschen unsere Zielsetzung ändern. Und was ich eigentlich eine ganz interessante Vorstellung finde, ist, anstatt dass man sagt, man hat sowas wie eine schwarze Null oder sowas, wieso versucht man nicht auf Vollbeschäftigung zu kommen?
und zwar auf eine gute Vollbeschäftigung mit guten Jobs und guten Löhnen. Und ich glaube, dass man dann automatisch auch ein bisschen eine Verlagerung bekommt, was man in der Wirtschaft macht. Gerade wenn man als Staat es ein bisschen antreibt, eben in den Bereichen, die einem wichtig sind. Das ist jetzt überhaupt nicht so ein industriepolitisches Thema, aber ich glaube, man muss es so fundamental denken. Also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen, sehr interessanten Punkt, den Fokus auf Arbeit zu setzen und auf gute Arbeit zu setzen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender. Ich glaube, wo man kombinieren kann, Konjunktur und Transformation, ist, wenn der Impuls wirklich groß und deutlich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Bahn eine Streckung von Investitionsvorhaben über die Zeit vornehmen, weil wir glauben, sie uns nicht leisten zu können, das ist nicht das, was Ökonomen, glaube ich, im Sinn haben, wenn sie davon reden, dass man mit einem großen Investitionsprogramm Erwartungen setzen kann für Unternehmen. Ich glaube, da ist es dann eher, wie Mariana Mazzucato zum Beispiel beschrieben hat, die eine der Vordenkerinnen dieses Missionenansatzes. Also definieren wir als Gesellschaft eine Mission und setzen dort relativ viel Geld dahinter und sagen, okay, das kann jetzt Forschung sein oder Investitionen bei Unternehmen. Zum Beispiel eine digitale Transformation von Unternehmen. Wie können wir digitale Technologie allen Unternehmen, egal ob groß, mittel oder klein, zugänglich machen, einfach zugänglich machen, nutzbar machen und so weiter. Das heißt, wir definieren als Gesellschaft und als Politik eine große Mission und setzen dort richtig Geld dahinter. Und zwar so viel Geld dahinter, dass klar ist, dass man innerhalb von 10 Jahren diese Mission erfüllt bekommt. Das ist so ein Ansatz, den ich eigentlich ganz interessant finde. Denn dadurch kann man wirklich gesellschaftliche Themen setzen und sagen, okay, wir wollen emissionsfreies Fliegen innerhalb der nächsten 15 Jahre oder was auch immer bewerkstelligen und sind bereit dafür jetzt 100 Milliarden in einen Forschungs- und Entwicklungstopf zu stecken. Solche groß angelegten, missionsgetriebenen Ansätze, die dann auch nicht nur auf einen Sektor gehen, ich glaube, das ist das, was Philippa eben auch angesprochen hat. Wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Sektoren, die wir schon haben, weil wir die erhalten wollen. Wenn wir wirklich transformativ tätig sein müssen, wollen, dann müssen wir, glaube ich, breiter denken und sagen, wir wollen nicht auf einzelne Sektoren gehen, sondern wir haben ein gesellschaftliches Ziel. Das verbindet sehr, sehr viele Sektoren zusammen. Und da stecken wir richtig Geld rein. Und wie gesagt, Deutschland kann sich sehr billig verschulden. Das heißt, es wäre eine Investition in die Zukunft, die durchaus profitabel wäre. Danke. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Eine Frage zielt noch darauf ab. Beide Referenten haben es erwähnt. Es muss sich im Bildungsbereich, vor allem im Schulbereich, einiges ändern. Sollen wir die letzten 60 bis 120 Sekunden darauf verwenden, dass wir da vielleicht noch ein paar Stichworte in die Diskussion geben, bitte? Soll ich anfangen? Fang an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin keine Bildungsexpertin, aber was mich doch immer wieder sehr überrascht in Deutschland ist, dass eigentlich Bildung kostenfrei ist und trotzdem fast wie in keinem anderen Land auf den Hintergrund ankommt. Ein, glaube ich, sehr entscheidender Teil daran ist die Bildung schon ganz, ganz früh und frühkindliche Bildung und gerade Kita und auch die sprachlichen Voraussetzungen. Und das ist für mich einer der eindeutigsten Punkte, wo wir, glaube ich, sehr, sehr viel nachbessern müssen und wo es total klar ist, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Also gerade wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die dauerhaft mit Migration klarkommt. Und da ist es auch eindeutig, glaube ich, woran es mangelt. Also wir haben einfach noch nicht die Kita-Plätze, wir haben nicht die Erzieherinnen und Erzieher, die wir brauchen. Das ist ein Problem, das wir in München ganz stark merken. Also ich würde sagen, da ist für mich ganz klar, dass wir nachbessern müssen und da ist auch relativ klar, glaube ich, was zu tun ist. Christian. Christian hat den Chat wissen lassen, dass seine 2 zweijährigen Zwillinge bereits die Treppe heraufgestürmt sind. Der ist praktisch jetzt schon im Bildungssystem unterwegs. Wir sind in der Tat, das bin ich. Es kann im Hintergrund, ja, da fängt es schon an. Es okay, schreit ja. Im Hintergrund. Deswegen muss ich an der Stelle mich ausklinken. Aber kann mich nur ganz herzlich für die Diskussion bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht, gerne wieder. Und was die Bildungsinvestitionen angeht, da bin ich völlig Philippas Meinung. Wir sagen herzlich Dankeschön, Herr Undal.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es jetzt fast auf den Punkt hin geschafft. Ich denke, wir haben zumindest es vollbracht, dass wir ein bisschen vom Tenor her auch Ihre Beiträge im Chat mit berücksichtigt haben. Wir werden auf diversen anderen Veranstaltungen per Videokonferenz an vielen der Themen dranbleiben. Unter anderem habe ich hier gerade gesehen, um Pflege zum Beispiel wird es bereits am 18.06. in einer weiteren Veranstaltung des Bayern-Forums gehen. Was nehme ich aus Sicht des Managerkreises mit? Eine Stunde ist verdammt sportlich, also wirklich der untere Rand, um komplexe Thematiken zu diskutieren und das Publikum noch ein bisschen auch mit an Bord zu nehmen. Plus, ich denke, wir müssen dranbleiben, sowohl an dem, was sich so ein bisschen eine fachökonomische Diskussion nennen lässt, andererseits aber auch eben an diesem Thema Transformation. Ich glaube, Herr Odendahl hat da eine ganz interessante These in den Raum geschmissen, basierend auf Ausführungen von Philipp Basil Glöckner, gesellschaftliche Ziele benennen, nicht nur Instrumente und technokratische Verfahrensweisen. Wir schauen mal, ob wir auch zu dem Bereich in den nächsten Wochen und Monaten Ihnen was anbieten können, per Videokonferenz. Und wir stellen uns weiterhin diesem Thema Wachstum, ja oder nein, wenn ja, in welchen Sektoren. Insofern ist auch Ihre Botschaft im Chat angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, speziell auch bei denen des Wirtschaftsforums der Sozialdemokratie in München. Bleiben Sie uns gewogen.